Es liegt folgende Messreihe vor. Es wurde viermal gemessen. Es haben sich die folgenden Messwertepaare ergeben: 1, 2, 2, 1, minus 1, minus 2 und minus 1, 1. Gefordert ist eine lineare Ausgleichsrechnung. Das bedeutet, gesucht ist die Gerade, die von allen möglichen denkbaren Geraden am geeignetsten zu diesen vier Messwertepaaren liegt. Was man unter diesen am geeignetsten liegen versteht, das wird im externen Video behandelt. Hier geht es nur um die konkrete Lösung dieser Aufgabe. Das bedeutet, wir müssen diese normalen Gleichungen lösen. Wir formulieren die Matrix A. In der ersten Spalte dieser Matrix, ja, steht ein vierdimensionaler Spaltenvektor. Warum vierdimensional? Wir haben vier Messungen und die Komponenten beziehen sich jeweils auf die Beizahl des y-Achsenabschnitts der gesuchten Geraden. Die ist immer 1, diese Beizahl. Ja? Denn allgemein formuliert schaut ja so eine Gerade so aus: y von x ist gleich mx plus t. Dieser y-Achsenabschnitt hat immer die Beizahl 1. Also schaut der Spaltenvektor so aus. Den zweiten Spaltenvektor, den kann ich ablesen aus meiner Messreihe. Schaue ich mir die obere Zeile an und übernehme die hier. Den Vektor b kann ich ablesen aus der unteren Zeile. Und dann werde ich als nächstes dieses Matrixprodukt ausrechnen. Zuvor natürlich diese Matrix A transponieren. Gut, Matrix A transponiert liefert mir eine Matrix mit zwei Zeilen und vier Spalten. Die verrechnen wir jetzt mit der Matrix A und erhalten natürlich dann eine quadratische Matrix. Nämlich mit den Einträgen 4, 1, 1 und schließlich 7. Also dieses Matrixprodukt liefert mir eine quadratische Matrix 4, 1, 1, 7. An der Stelle haben wir noch eine Rechnung durchzuführen und dann können wir diese normalen Gleichungen formulieren, nämlich dieses Matrix mal Vektorprodukt, also A transponiert mal den Vektor B. Gut. So, hier kommt ein zweidimensionaler Vektor raus in den Komponenten x2 und y5. An der Stelle sind unsere normalen Gleichungen formulierbar. Schreiben wir es nochmal allgemein hin. Und jetzt konkret auf unser Beispiel bezogen. So, dieser Vektor beinhaltet die unbekannten Parameter t und m. t ist der y-Achsenabschnitt und m die Steigung. Und das Ganze muss dem Vektor x2 und y5 entsprechen. Okay, das kann ich überführen in eine erweiterte Koeffizientenmatrix. Dann schaut das Ganze so aus. An der Stelle bemühe ich das Gauß-Eliminationsverfahren. Ich schaue mir hier die Position an, was da steht. Da steht die 1, ich brauche hier die 0. Also rechne ich doch am besten minus 4 mal die Zeile 2 plus die Zeile 1 drauf addieren, dann habe ich hier die 0 erzeugt, die Zeilenstufenform liegt vor und habe insgesamt die neue zweite Zeile. Okay. Also minus 4 mal 1 ist sicherlich minus 4. Die Zeile 1 dazu addieren heißt, die 4 dazu addieren ergibt 0. Minus 4 mal 7 ist minus 28, die 1 dazu ist minus 27. Minus 4 mal 5 ist minus 20, plus 2 dazu ist minus 18. An der Stelle schaue ich mir diese Gleichung an und habe den Parameter m ermittelt. Nach einer Äquivalenzumformung, nämlich wir teilen hier auf beiden Seiten der Gleichung durch minus 27, dann habe ich hier minus und minus hebt sich auf, 18
27. Hier kann ich noch kürzen mit der 9. Also habe ich hier dann 2 Drittel für meine Steigung der gesuchten Geraden. Okay, jetzt schauen wir uns den Parameter t an, sprich wir nehmen Bezug auf die obere Gleichung. M haben wir gerade ermittelt. Hier steht 1 mal m, also 1 mal 2 Drittel. Insgesamt die Gleichung 4t plus 2 Drittel muss gleich 2 sein. Hier können wir dann nach dem Parameter t auflösen. Wir führen Äquivalenzumformungen durch. Da habe ich 4t ist gleich 2 minus 2 Drittel. Als nächstes teile ich durch 4, habe die nächste Äquivalenzumformung. T ist isoliert. 2 minus 2 Drittel durch 4. Der Zähler ist etwas unschön. Wir schreiben auf gemeinsame Nenner. Das heißt, ich erweitere mal 2 Eintel mit 3. Dann kann ich auf gemeinsamen Bruch schreiben. Nämlich, ich habe hier 6 minus 2 Drittel, Doppelbruch, 4 drunter. Jetzt habe ich 6 minus 2 zu rechnen, ist 4. Steht im Zähler erstmal 4 Drittel. Im Nenner ist die 4. Jetzt kann ich den Doppelbruch auflösen. Also 4, 3 mal 4 ist 12, also 4 Zwölftel. Man sieht, man kann hier auch nochmal kürzen mit der 4. Dann habe ich hier ein Drittel für den Parameter t. Okay, wir sind fertig an der Stelle. Wir haben die Gerade ermittelt, die zu meinen Messwertepaaren am geeignetsten liegt, nämlich y von x ist gleich 2 Drittel. Plus ein Drittel. Okay.